Willkommen, Freunde, zu Kronos Before the Ashes. Kronos Before the Ashes ist quasi der Vorgänger von Remnant from the Ashes. Und wer Remnant from the Ashes kennt, wird das Spiel hier bestimmt genießen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Deswegen gehen wir mal auf einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich hätte eben einen Vorspann mal kurz laufen lassen. Aber gespielt habe ich es noch nicht, deswegen neuen Spielstand. Kommt, setzt euch. Hört her. Hört zu. Heute Abend erzähle ich euch eine Geschichte. Über die Vertreibung. Vor langer Zeit war die Welt eine andere. Türme aus Metall und Stein ragten bis in die Wolken. Die Menschen waren frei, versteckten sich nie, fürchteten sich nie. Tausende von uns, Zehntausende. Nicht wie unsere winzigen Stämme. Dann kamen die Bestien aus einem der verrosteten Orte, jagten uns, trieben uns in die Risse und Spalten. Die Bestien wurden angeführt. Angeführt vom Willen eines Einzelnen. Des Drachen. Er vernichtete unsere Welt. Tut es noch immer von seinem Versteck aus. Du bist der mutigste von uns, mein Kleiner. Der Klügste. Der Beste. Einmal im Jahr, im dunkelsten aller verrosteten Orte, erwacht der große Stein. Öffnet den Weg in die andere Welt. Wenn es soweit ist, schreitest du hindurch. Du wirst den Drachen finden. Und du wirst ihn töten. Kann sein, dass du vor Vollendung der Tat wieder hinausgeworfen wirst. Aber du nutzt das Jahr. Wirst stärker, weiser, bis der Stein erneut erwacht. Und dann gehst du wieder zurück. Bis zu deinem letzten Atemzug gehst du wieder zurück. Bis der Drache stirbt. Oder du. Tolle Aussichten, ich freue mich ja jetzt schon. Jetzt werde ich hier noch zum Drachentöter. Entweder stirbt der Drache oder ich. Oh, sehr nice hier. Mal gucken. Steuerung müsste wie bei Remnant sein, ne? So springt man zurück. So ist blocken. Schlagen. Sehr gut. Ist hier mit Q auch noch was? Ne. Erstmal wohl nicht. So, ausweichen und weglaufen. Drücke Space, um einen Angriff auszuweichen. Halte Space gedrückt, um zu sprinten. Okay. Sprinten ist immer gut. Mit Space auf jeden Fall angenehmer als mit der Shift-Taste. Sieht alles schon wieder so modern aus, obwohl ich ja, sag ich mal, hier mit ja, ein bisschen mittelalterlich rumlaufe, würde ich sagen. Kenne ich aber von Remnant from the Ashes, da war das genauso. Das Geile war bei Remnant from the Ashes, die Waffensysteme waren sehr geil, finde ich. So. Hier ist es ja so, wir kämpfen und umso mehr wir sterben, umso älter werden wir. Umso mehr müssen wir unsere Weisheiten und so nutzen. Geschwindigkeit, Magie kommt noch dazu.
Hochspringen können wir in dem Game nicht. Ist nur noch ein zurück. Zum Ausweichen, jo. Ja, hoffen wir mal, dass wir nicht so oft sterben werden. Ich kenne mich doch. So, auf jeden Fall wieder sehen werden, was auch bei Remnant from the Ashes war. Waren diese Steine, die wir quasi diese roten, wo man sich dann aufladen konnte an Energie. Aber auch, das wurde dann als Speicherpunkt genutzt. Ich laufe noch nicht so schnell. Ich bin hier noch ein bisschen vorsichtiger. Axiom-Serie 5 MHz. Wow. Was für ein geiles System. Okay, mein Zugriff wurde verweigert. Ja, hier ist doch der Stein, den wir eigentlich bei Remnant from the Ashes dann aktivieren. So, warte mal, gucken wir hier nochmal. Teste interne System fehlgeschlagen. Fehlercode, kein unbefugter Zugriff. Okay, also er will das hier nicht zulassen. Also sind wir hier noch falsch und laufen erstmal rein. Mal gespannt, wie hier sich die Waffensysteme entwickeln. Schwert ist natürlich auch nice. Bis jetzt fahren wir ja nur Fahrstuhl. Das ist hier schon der dritte oder vierte Fahrstuhl, den ich benutze. Das altes analoges Telefon. Ja, okay, als die 5-Hertz-Rechner, da gab es sie wahrscheinlich noch. Das System ist auch gesperrt. Sind nicht alle Systeme hier gesperrt, ey. Ist es eigentlich auch so, dass ich hier die bei Remnant die Möbel zerstören kann? Kleiner Schlüssel. Die Frage, ob wir den irgendwo brauchen. Ein bisschen Atombunker-mäßig hier das Ganze. Warte mal, oder? Die Tür geht damit auf. Ja, aufgeschlossen hat er sie nicht. Mal gucken, vielleicht können wir ja Schlüssel hier verwenden. So, Gegenstand verwenden. Drücke Tab, während du ein Objekt untersuchst, um das Kreismenü zum Verwenden eines Gegenstandes aufzurufen. Wähle einen Gegenstand und drücke Space, um ihn einzusetzen. Okay. Ah, sehr gut. Ladebootmenü. Was haben wir denn? Mainframe-Zugriff, Berichte. Fehler. So. Notfallabriegelung haben wir erstmal deaktiviert. Mainframe ist offline. Base. Okay, das müsste eigentlich soweit erstmal reichen. Ah, jetzt die Tür hier auch auf. Das ist schon mal sehr gut. Bis jetzt noch kein Gegner gesehen. Kommt wahrscheinlich noch. Ich vermute mal, die Tür ist zu. Ich glaube, hier links ist... wir brauchen einen Keycard. Genau. Frage, ob wir die jetzt hier finden oder ob wir gleich nochmal einen anderen Weg gehen müssen. Ah, das ist hier schon so ein geiler Riesenstein. Der müsste eigentlich jetzt hier auch zu sein. Brauchen wir auch die Keycard.
Also, man hätte mir nicht sagen müssen, dass das der Vorgänger von Remnant from the Ashes ist. Ich hab den Stein gesehen, wusste sofort Bescheid. Schon krass. So, hier waren wir noch nicht drin. Okay, wir können uns auch abrollen, das ist gut. Na, das sind die ersten Gegner. Die kommen mir von der Optik her ziemlich bekannt vor. Ich glaube, die haben wir bei Remnant auch schon gekämpft. Zerstören können wir hier noch nichts. Wir haben auch noch nichts gefunden, so Keycard-mäßig. Eigentlich, kommen wir hier denn jetzt wieder zurück? Oh, ich überlege mal, ob wir den Speicherstein vielleicht unten jetzt benutzen können. Und zwar hier. Ich kann den jetzt aktivieren. Systemdiagnose starten. Test ablink fehlgeschlagen. Ah, alles klar, hat funktioniert. Sehr gut, genau nach meinem Geschmack. So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns da genauso ausruhen können. In irgendwelchen Dimensionen reisen können. Space ist Reisen. Wo wir hier landen. So, linke Maustaste, um einen Standardangriff durchzuführen. Shift, linke Maustaste, um einen Schwertangriff auszuführen. Halte Shift und... warte mal, LMB, um einen geladenen Schwertangriff auszuführen. Ah, alles klar. Das ist ja schon mal gut. Also, Schlag. Schlag. Gedrückt halten. Das sind Gewalten. Okay, den haben wir natürlich schnell umgehauen. Dann können wir jetzt hier... Yeah, können noch nichts Holziges irgendwie zerschlagen. Das Kristallherz durchströmt das Lebensblut des Drachen. Drücke R, um... bei Verletzung das Herz zu verzehren und deine Gesundheit wiederherzustellen. Okay, es gibt bei Remnant from the Ashes gibt es auch so ein Herz, so ein ähnliches. Nicht dasselbe, aber von der Idee her. Wäre Angriffe ab, indem du rechte Maustaste drückst und hältst, wärst du deine Angriffe ab, verbrauchst du Ausdauer. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, wird deine Abwehr durchbrochen und dein Charakter wird kurzfristig verwundbar. Okay. Ziemlich schnell umgehauen. Ja, blocken ist ja gar nicht so schlecht. Ich kann übrigens hier die Vase zerstören. Ja, auch nicht. Schade, hier kann man nicht zerstören. Also das war bei Remnant noch anders.
Secret? Nee. Aber das muss nichts heißen, das kann alles noch kommen. So. Drücke in der Nähe deines Gegners, um ihn zu erfassen. Mittlere Maus, das ist das. Nutze die um zwischen erfassten Gegnern und herzuschalten. Okay. Also mittlere Maustaste können wir anvisieren und wenn wir runterscrollen, dann können wir zwischen den Gegnern unterscheiden. Oh. Jawohl. Energie ist noch in Ordnung. Sind momentan noch keine schweren Gegner. Aber das, ich kenne so eine Spiele, das kann sich ganz schnell ändern. Jo, ist ja gut. Ganz einen guten Weinfässer hier. Jawohl. Was, dass mein Joypad immer unten vibriert am Boden. So, neue Stufe. Dein Charakter hat eine neue Stufe erreicht. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du mehr Attributspunkte, die zum Verbessern deines Charakters verwendet werden können. Drücke Tab, um das Charaktermenü zu öffnen und deine Attributspunkte zu verteilen. Machen wir das doch mal. So. Wo können wir die denn geschickt? Zwei haben wir. Ja, guck mal generell mal. Das ist. Da kommen wir ins Hauptmenü zurück. Was ist das? Eigenschaft wird mit 20 Jahren freigeschaltet. Ah, okay. So, das ist unser Schwert. Unser Holzschild. Und unser Drachenherz. Jetzt müssen wir mal gucken. Infos an. Space Attributspunkte verteilen. Immer mal Kraft. Zehn. Ja, nimm mal ruhig 11. Stufe 2 haben wir jetzt. Ja, Kraft ist immer gut. Base bestätigen. Dann können wir eigentlich auch wieder zurück. Sehr gut. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Sehr gut. Ja, schade. Also entweder kommt das noch, dass wir die Holztruhen zerstören können, oder es bleibt so. Weil wir haben denn ja noch Münzen eingesammelt bei Remnant from the Ashes. Ringe, Gegenstände. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ist auch nicht jedermanns Geschmack, weil die Level relativ leer sind. Das ist auch immer so ein Kritikpunkt, was ich immer höre. Aber gerade jetzt auch speziell von den Leuten, die, sag ich mal, die Trailer gesehen haben. So, hast du Werklaken in der Nacht gehört? Ich glaube, der Zyklop trauert mehr um den Verlust als der König selbst. Wehe uns, wenn diese Trauer in Zorn umschlägt. Welch philosophischer Ansatz. Noch eine Tür. Ein bisschen aufpassen. Das Betreten des Tempels ist auf Geheiß des Königs verboten. Jegliche Arbeit ist sofort und ohne Ausnahme einzustellen. Ja, als wenn ich mich daran halten würde. Dann könnte ich ja das Spiel gleich ausmachen. Nice try, aber... ich mache auf jeden Fall weiter.
So. Hier waren wir auch schon. Hier sind wir ja durchgegangen. Genau, oder? Ja, ich glaube schon. Genau, hier sind wir runtergefallen. Da geht es auch nicht hoch. So, genau. Da sind ja die Flammen. Die Frage ist, kann man es irgendwie abstellen? Oder rollt man sich da unter durch? Die Frage. Kannst du ja mal probieren. Ach, er stirbt gleich. Alter, wenn mir das mal einer vorher gesagt hätte. Das ist ja krass. Ich wollte gerade nice sagen. Der ist überhaupt nicht nice. Naja. Einmal gegengekommen, gleich zack. Verbrutzelt. Naja, war auch ziemlich warm. Ja, wie bei Remnant. Man wird hier aus dem Stein geschmissen. Jedes Mal, wenn ein Charakter stirbt, altert er um ein Jahr. Ja, ganz toll, ey. Nach dem Fehler, na okay, bin ich jetzt 21. Aber gefühlt bestimmt 90 dann irgendwann. So, hier ist eine Leiter, die habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht gesehen. Die nutzen wir mal. Hinüber. So. Es ist natürlich jetzt hier das Feuer. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir wollen es am liebsten ausschalten, wenn es überhaupt geht. Okay, das ist jetzt quasi... Ah, hier kann man es einsammeln. Dieser schimmernde Splitter aus Stein scheint von deinen Waffen angezogen zu werden. Wähle eine Waffe mit einem Inventar und drücke E, um sie zu verbessern. Okay, nehmen wir doch mal eine Waffe. E verbessern. Eisenschwert, Schaden. Ah, da fehlen dann noch drei von. Okay. Also ich brauche drei diese Splitter, damit ich dann was verbessern kann. Ist auch eine Leiter, hier sind wir auch noch nicht lang gegangen. Aber das Holzschild ist wirklich am besten. Das ist ja... Mann, 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 das sieht aus wie von Ikea oder so. So, hier ist ein Ofen, hier ist ein Hebel. Vermute mal, den kann ich ausmachen und dann geht unten die Flammen aus. Dann gehen wir aus der dunklen Ecke aus. Ich sehe ja gar nichts. Also was wie eine Taschenlampe gibt es da ja nicht, ne? Fackel oder so? Nee. Okay, dann versuchen wir mal unten lang zu kommen. Und zwar da, wo ich vorhin gestorben bin. Ja, Hoffnung, dass da die Flammen jetzt aus sind. Ja, 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 ja. Ich glaube, hier unten war das, ne? Ja, sehr gut. Hier momentan muss ich meine Frost blocken. Ah, alles klar. Jetzt fange ich schon an zu schießen. Super. Weil die Steine sehen immer so aus, als wenn da mal Secret hinter wäre. Als könnte ich die einfach so zerschlagen. Alter, der schießt aber ziemlich schnell. So eine primitive Waffe. Ja.
Unser Schwert ist wahrscheinlich auch noch nicht stark genug. So, hier können wir nicht rüberspringen. Halt, halt, wie der läuft, der ist ja richtig genial. Los, komm her. So kleiner Zwerg, der auf die rüberhaut, ist das auch nicht schön. Aua. Lädt die Energie sich langsam von alleine auf oder muss ich immer nachhelfen mit R? Nee. Müssen wir mit R nochmal aufladen. Auch da sieht die Grafik aus wie bei Remnant, wenn er sich lädt. Also Herz an die Brust drückt und dann... Okay, hier ist keine Leiter, wenn ich das so sehe. Hier ist auch nichts. Gehen wir mal hier durch die Tür. Ich höre schon welche kämpfen. Jemanden wie dich habe ich noch nie gesehen, Fremder. Wir leben in so düsteren Zeiten. Kein guter Zeitpunkt, um so fern von seinem Heimatland umherzuwandern. Was führt einen Fremden in diese verlassenen Hallen? Ja, ich bin gekommen, um den Drachen zu töten, ja. Also wenn das mir ein Fremder erzählen würde, würde ich sagen, ja, ne, auf jeden Fall Pocahontas. Ja, den was machen Drachen wir denn? Töten. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Vor allem nach der tragischen Auseinandersetzung zwischen dem König und dem Zyklopen. Da kannst du dich auch gleich selbst auf dein Schwert stürzen. Ja, wer ist der Zyklop? Was ist geschehen? Auf Wiedersehen. Kann man eigentlich mit dem vielleicht auch handeln? Der sieht ja aus wie ein Waffenschmied. Unser Beschützer. Das war er zumindest, bis der König ihn verraten hat. Nun sitzt der Zyklop nur noch grübelnd da und plant seine Rache. Die Krell kümmern ihn nicht mehr. Aber diese Geschichte ist zu lang. Tatsache ist, dass der Zyklop die schönste Tochter des Königs zur Frau nehmen wollte. Doch sie starb. Und schuld daran war der König. Jetzt ist der König dem Wahnsinn anheimgefallen. Er versteckt sein Gesicht vor der Welt. Hör zu, Blassgesicht. Diese heuchlerischen Priester haben mir mein wertvollstes Stück gestohlen, damit einen falschen Zyklopen zu erschaffen. Das ist reine Götzenverehrung. Krass, dass er mir das nochmal mitgibt. Ich wollte mich gerade verabschieden und, Aber der verfluchte, abscheuliche Golem, den sie erschufen, ist zu mächtig, als dass ich es mit ihm aufnehmen könnte. Doch, wenn du mir das Auge des Golems bringen könntest, würde ich damit eine Waffe schmieden. Ah, sehr gut. Ich wollte Tschüss sagen, er erzählt mir eine Geschichte und gibt mir eine Aufgabe und mir die Chance... Eine Waffe zu schmieden. Eine Waffe, die ich dir schenken würde. Oh, noch attraktiver. Ah, dann mache ich mich mal auf die Suche. Ob hier sonst noch irgendwas ist Nützliches? Ne. Gibt es eigentlich sowas wie eine Map oder so? Ne. Geht's runter. Und hier in den Höhlen könnte auch mal ein Zyklop wohnen. So, und mit meiner Power, die ich habe, werde ich wahrscheinlich 50 Jahre alt, bis ich das geschafft habe. Das heißt, ich werde hier bestimmt 29 Mal sterben. Aber ich kann die doch auch mal anvisieren, nicht blöd machen. Erstmal sehe ich dann die Energie. Und die fallen mir dann nicht in den Rücken, weil ich die dann immer von vorne angucke.
Ist momentan ein bisschen ruhiger als bei Remnant from the Ashes, muss ich sagen. Kann sich aber alles neu entwickeln. Manche Spiele brauchen halt ein bisschen. Das ist so eine Art Prolog hier sein. Art Tutorial. Ah, Stufenaufstieg habe ich geschafft. Ja, ich habe den wieder nicht anvisiert. So, jetzt aber. So, pass auf, geh mal runter da. Das ist auch... Ja, so auf der Treppe stehst du da auch ein bisschen ungünstig. Aber ich muss sagen, er ist nicht schlecht. Er blockt. Ja, er ist kleiner als wir, aber... Er blockt auf jeden Fall. Von der Sprungkraft her wäre ich da wahrscheinlich nicht mehr runter. Ja. Hochkommen. Müssen wir mal gucken. Das Gitter, das kann ich wahrscheinlich mit irgendeinem seitlichen Schalter oder so aufmachen. Aber ich vermute mal, ich muss erstmal oben weitermachen. Große Tür. Bevor wir kämpfen, vergeben wir nochmal den Punkt. Ich glaube, wichtig ist, dass man... Oh, Stufe 4, das ist schon mal gut. 4 Punkte auch zu vergeben. Wichtig ist, dass man immer so einen Ausgleich zwischen zu allem schafft. 10, 10. Okay, ja, jetzt haben wir hier 11, 9, 10, 10. Bestätigt. Dann haben wir die Punkte auf jeden Fall vergeben. Ah, sehr gut. Hier können wir speichern. Wenn dein Charakter stirbt, wird er am zuletzt aktivierten Weltensteinkristall wieder auftauchen. Ein Weltenstein kann zur Schnellreise zu jedem weiteren aktiven Weltenstein genutzt werden. Wenn du einen Weltenstein nutzen willst, drücke D, um einen Zielort auszuwählen und dann Space, um eine Wahl zu treffen. Okay. Wollen wir aber nicht. Und wir wollen jetzt hier erstmal weiter gucken. Ja, so einen Baum habe ich auch schon mal gesehen. Viele parallele Grafiken eingebaut. Oh. Mensch, höre mich an. Es bleibt mir anderes übrig. Seit langer Zeit harre ich hier aus, kleiner Krieger. Verborgen vor dem Blick des Drachen. Doch ich kenne deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. So wie mir die Macht des Weltensteins vertraut ist, die dich umgibt. Du bist gekommen, um den Drachen zu besiegen. Eine beachtliche Aufgabe, bedenkt man die gewaltige Macht, über die er verfügt. Eine Aufgabe, die du nicht ohne Hilfe bestehen wirst. Ja, da gehe ich von aus. Ich bin, wie gesagt, immer noch zu schwach. Gegen die Ranken, denn sie leben und winden sich unter deiner Haut. Ich habe dir den ersten Drachenstein gegeben, den Stein des Feuers. Ein Teil der Seele des Drachen, von ihm gestohlen und gegen ihn gewandt. Okay, also er verstärkt mich quasi. Nimm die Macht des Steins an dich. Nimm seine Stärke in dich auf. Und nutze sie für deinen Kampf. Denn kämpfen wirst du müssen. 3 Wächter beschützen den Drachen. 3 furchtbare Krieger, von denen jeder dein Fleisch durchbohren und deine Knochen zu Staub zermalmen kann.
Also drei Wächter und da muss ich wahrscheinlich gegen den Drachen auch noch kämpfen. Der einzige Weg zum Drachen führt an ihnen vorbei. Wenn du sie zerstört hast, wenn ihre Körper und Seelen vernichtet wurden, nur dann kannst du dich ihm stellen. Nur dann kannst du dem Drachen ins Auge sehen und von seiner gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Macht erzittern. Ja, das ist ja schön. Geh jetzt. Geh mit meinem Segen und meinem wachsamen Auge auf dich gerichtet. Gucken, wie aktiviere ich denn meinen Zauber? Mit Q nicht, mit W nicht, mit Space nicht? Aber auf jeden Fall haben wir den ersten Support bekommen. So, Drachensteine werden mit jedem Treffer auf deine Gegner stärker. Ist der vollgeladen, drücke Caps, um die Energie freizusetzen. Der Effekt ist abhängig vom ausgerüsteten Dach. Der Effekt ist abhängig vom ausgerüsteten Drachenstein. Steuerung Caps ist ein da drüber. Okay, dann mal gucken, ob wir das steuerungstechnisch hinbekommen. Sonst muss die Taste nochmal woanders belegen. So, komm, fixieren. So, erstmal blocken und dann. Ja, geht doch beides. Sehr gut. Okay, es geht bergauf. Ich hätte eher gedacht, es geht bergab. Ich muss aber sagen, ich mag das eigentlich so, diese klare Grafik mit nicht so viel, was irgendwie rumsteht. Ist gar nicht so verkehrt. Könnte ein bisschen nachgepatcht werden, so dass man ein paar Holztruhen zerschlagen kann und so. Okay, das Game ist ja auch heute erst erschienen. Wer weiß, was da noch für Patches erscheinen. So, hier ist ein Gitter. Das Gittertor werde ich bestimmt nicht aufmachen, oder? Ne, ist zu, habe ich mir schon fast gedacht. Wäre auch zu einfach, wenn das auf wäre. Gittertor sieht auf jeden Fall immer geheimnisvoll aus. So, wahrscheinlich einer der drei Wächter, ne? Vermutlich mal. Hiermit nicht noch meine Waffe verstärken. Das kann ich nicht einsammeln. Okay. Mich wundert, dass er jetzt so langsam geht. Warum kann ich denn jetzt nicht laufen? Das ist einer der drei Wächter und davon gibt es drei, oder wie verstehe ich das? Die Energie kann ich auch nicht mal aufladen. Den wollte ich gerade in die Hand hauen, aber das lassen wir mal lieber. Jetzt kann ich auch wieder laufen.
Ganz komisch eben. Hier ist ein Spiegel. Ah, da hinten ist, glaube ich, irgendwas, was ich drehen kann. Eine Kette, ein Schalter, ein Hebel. Ah, hier. Okay. Ja, komm, sieht man einen großen Kerl im Raum, dann denkt man gleich, oh Gott, was ist das? So, jetzt die Frage. Ah, mit E einfach drücken, alles klar. Ja, alles klar. Der Große steht doch auf. Und er macht mich... Und ein Tritt, dann bin ich gleich hinüber. Okay, ich hätte dann wahrscheinlich abhauen sollen. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Dachte so, naja, das ist wieder irgendeine... Das war irgendeine Falle, aber... So, ja. Aufgeladen bin ich auf jeden Fall. So, dann lass uns das Rätsel noch lösen hier. Und dann machen wir auch erstmal Schluss. So. Sehr gut. Sind wieder um einen Punkt, zwei Punkte haben wir sogar wieder. 10 Geschick. Leveln wir auch mal auf 11. Bestätigen, sehr gut. So. Und hier wissen wir ja, was wir machen sollen. Auf jeden Fall abbauen. Ich glaube nicht, dass der da durchs Gitter vorpasst. Ach du heilige Neune, der kommt ja dazwischen, der durch. Nö, das ist ein bisschen too much. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da hinterher kommt. Mann, 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 ey, das ist ja schon fast ein Jumpscare gewesen. Hier ist der nächste. In der Ecke haben wir ihn, sehr gut. So anfixieren, dann sehen wir wenigstens, was er an Energie hat. Okay, mit Blocken, das haut noch nicht ganz so hin. Da bin ich irgendwie noch zu ungeschickt. So, Drachenstein. Dein Drachenstein ist voll aufgeladen. Deine Hand glüht durch die Energie dieses uralten Artefakts, die sich in ihr ausbreitet. Drücke Caps, um die Kraft des Drachensteins zu verwenden. Okay, Caps müsste ja eigentlich über Shift sein. Wir können es ja mal testen. Ja, sehr gut. Wir müssen den anvisieren, damit wir die Energie haben. Ist so ein bisschen träge, das Gameplay. So vom Schlagen her, das war bei Ramen from the Ashes, war das ein bisschen flinker. Muss ich sagen. Ist schon... Okay, das ist aber alles noch hier... Game-mäßig am Anfang, da kann man auch noch nicht so viel Kritik üben. Wieder zwei Punkte, also Kraft bin ich der Meinung, sind wir noch viel zu schwach zu. So, hier scheint ein Rätsel zu sein. Oder?
So, wo war denn... Ach so. Hier fehlt was und deswegen hat er einen Tab angezeigt. Okay. Hier müssen wir die Winde anbringen. So, Inventar und dann Space. Warum nimmt er das nicht? Ach so, da fehlt noch was. Sieht so aus, als wenn das noch nicht vollständig wäre. So, auf der Kiste hatten wir das gefunden. Gucken wir mal, ob wir hier... Ah, da war eben noch was. Oder war das auf das bezogen hier? Das ist ja das, was wir noch nicht aufbekommen. Ob wir hier draußen irgendein Teil finden. Und da sind wir ja gekommen, aber hier waren wir noch nicht. So, kann ich mit der Statue irgendwas machen? Das kann ich hier auch nicht einsetzen. Das ist schon mal sehr interessant. Hier muss irgendwo noch was rumliegen. Gehen wir noch mal nach oben. Wenn wir das Teil gefunden haben, können wir wieder nach unten. Wieder nicht geblockt. So, komm. Super. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir müssten noch verbessern. Ah, eine fehlt noch. Ein Splitter fehlt noch. So, ach, das Kristallherz wieder. Schade. Kann man nichts zerstören hier. Okay, dann geht's erstmal runter. Ich hoffe, wir finden den Weg auch wieder zurück, wenn wir irgendwas Spannendes gefunden haben. Ah, hier ist noch... Ja, ich glaube, das war's dann auch. Können ja mal gucken, ob wir das im Inventar zusammenbauen können. So, zweimal Metallgriff kombinieren. Metallgriff kombinieren wir mit Metallschaft. Jawohl. Diese alte, aber solide Kurbel muss ja irgendwann häufig verwendet worden sein. Gewicht, Konstruktion lassen annehmen, dass sie gebaut wurde, um lange Zeit genutzt werden zu können. Okay, prima. So, dann würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit. Sondern gehen wieder da zurück, wo wir hergekommen sind, um da die Kurbel anzubauen, um dann mal zu schauen, was wir da finden. Also wenn man es so sieht, hier geht es überall noch lang. Kann sehr viel finden. Oh, das durch die Tür war es nicht. Wir haben keine Tür bedient. Hier geht's hoch. Ich muss mal genau den Weg finden. Also ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo das jetzt war. Ah, die dritte. Das ist ja super. Dann müssen wir jetzt unser Schwert verbessern können. Ja.
Diese Änderungen sind unumkehrbar, bestätigen wir auf jeden Fall. So. Da ist der Riese. Alles klar. Dann müssen wir hier weg. Dann können wir ja auch den Weg finden, ne? Hier lang, hier lang. Hier lang. Riese gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, der läuft irgendwann hinter uns hinterher. So. Hier die Leiter runter. Das könnte sogar fast richtig sein. Nicht ganz. Ne, da haben wir das gefunden. So, wahrscheinlich doch hier lang. Ah, epischer Sieg, sehr gut. Okay, da kommen wir durch die Tür. Ah, hier ist es, alles klar. Können wir hier die Kurbel anbringen? Ich weiß, wo wir da rauskommen. Oder wer da auf uns wartet. Okay, super. Hier, Spiegel können wir auch irgendwas aktivieren. Ah, okay. Wo geht's da denn hin? Ist das jetzt hier ein Bonus? Oder? Ah, hier können wir auch nochmal entriegeln. Da eine Abkürzung dann. Ich glaube. Ah, das war der Stein, okay. Hier nochmal speichern. Jawohl. Und dann gehen wir mal gucken, was das hier ist. Da brauchen wir auch irgendwas aus dem Inventar. Da haben wir nichts. Noch was? Ja, komm her, du Lump. Okay, super in die Ecke gedrängelt. Gedrängt. Da passiert ja nichts mehr. Ja, das passiert wieder. Ah, ich bin auch. Ja, einer, der zu wenig blockt, ey, das gibt's doch nicht. Wir haben aber übrigens zwei Herzen, ne? Das finde ich, muss ich nochmal anmerken. So. Nächste Kristall, das ist schon mal gut. Oder besser gesagt, Splitter. Schlag nur, dann müsst ihr weg sein. Ah, super. Sogar Stufenanstieg. So, Lebenskraft. Immer wieder wichtig. Kraft. Auch ganz wichtig. Aber hier ist eine Tür. Brauche ich ja mal einen Schlüssel für. Haben es ganz nice gemacht, dass man doch einiges einsammeln muss, um weiterzukommen. Ja, was ist das hier? Dieser Speicher ist teils der Tülle und teils Schlüssel und dient dazu, ein Ventil zu öffnen und zu schließen. Okay. Das ist natürlich die Frage.
Hat er jetzt was eingesammelt? Teilspeier. Wir mal analysieren. Mal sehen, was er an Energie hat. Ja, komm her hier. Jawohl. Gucken wir mal, ob das hier passt. Nee, es passt nicht. Das sieht auch mehr so aus, als wenn das in diesen anderen Raum gepasst hätte. Und zwar hier. Nee, das ist auch nicht das, was ich meine sogar. Da gab es da noch einen anderen. Da gab es noch so einen anderen Raum mit drei Symbolen irgendwie. Eine Kiste, die geht nicht auf. So, eines der von der allgemeinen Krell-Bevölkerung wohl am besten gehüteten Geheimnisse ist die sogenannte Monarchenprüfung jeder Krell. Der denn den Thron besteigen möchte, muss sich dieser unterziehen. Die der Prüfung zugrunde liegende Philosophie beruht auf den charakterlichen Stärke, die jeder Herrscher selbst im Angesicht der unmittelbaren Blühsal. Okay, das ist mir zu lang. Das lesen wir jetzt nicht. Sind ja nicht zum Lesen hier. Wir wollen ja zocken. Und solange da nicht irgendeine Seriennummer oder irgendwas drin steckt, irgendein Code oder wie auch immer. Ah. Ist ja nicht schlecht. Das ist genau. Dieses Bauteil brauche ich irgendwie. Aber wie komme ich da ran? Ein Rätsel. So, genau. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Das muss dann hier gewesen sein. Wir haben ja noch diesen einen Schlüssel. Ach, genau, hier. Das meine ich. Lässt sich aber auch nicht einsetzen. Das heißt, da fehlt noch was. Wir können ja draußen auch noch mal gucken. So, von da bin ich ja hochgekommen. Wenn ich da jetzt runterfahre, dann bringt ja nichts. Oh, hier ist der Riese. Hallo. So, schnell weg. Also, wir müssen hier nochmal ordentlich gucken. Irgendwo was übersehen. Boah. Immer Angst, dass der irgendwann durch die Decke bricht und dann. Die Tür haben wir, glaube ich, noch nicht geöffnet. Der geht auch nicht. War alles unvollständig. Ja, auf jeden Fall habe ich Angst, dass der dann auf einmal vor mir steht. Was ist das denn hier? Aus wie so eine Geheimtür, aber ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Die auch gerade von da gekommen, also gehen wir mal in die andere Richtung. Müssen wir uns mal merken, jetzt sind wir hier oben. Okay. Von da aus kommen wir wieder nach unten. War da. Da waren wir aber auch schon. Das heißt, wir gehen hier lang.
In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo noch was finden. Hier liegt nichts rum. Wir laufen hier so ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl. Sind ja so viele Rätsel mit Schlössern und Schlüssel und Schalter und dann müssen wir noch bestimmt irgendwas finden. Okay, das war die Leiter, die er angezeigt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles war, was wir gefunden haben. Spitzhacke. Da können wir mal nichts mit anfangen. So, genau. Das hier haben wir geöffnet. Da sind wir dann rein. Dann sind wir hier durch den Spiegel gegangen. So, aber wo wir nicht lang gegangen sind. Hier, oder? Oder kommen wir da wieder zu dem Riesen? Nicht? Glaube nicht, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Aber unsere Magie hat sie auch noch gar nicht aufgeladen. Schade eigentlich. Na komm. Müssen wir aber eigentlich locker hinkriegen. Okay. Hier blinkt auch nichts. Hier ist auch nichts irgendwie, was man einsammeln kann. Kann man auch nichts kaputt machen. Hier ist auch nichts. Okay. Da drüben ist irgendwas Goldenes. Goldener Apfel oder wie auch immer. Können aber hier runter, ne? Ah, doch nicht so. Ach, ich hätte einfach nur geradeaus gehen müssen. Ah, das sah eben aus wie so ein Zelt. So, müssen wir mal gucken, dass wir da wieder hinfinden. So, wir laufen an dem jetzt hier mal vorbei. Geradeaus geht's auch noch. Da waren wir auch. Das ist auch so ein Spiegel, ne? Na, gehen wir hier lang. Jetzt laufen wir auch dran vorbei. Müssen nicht jeden killen. Okay, dann machen wir jetzt mal platt. So, auf jeden Fall wieder einen Punkt bekommen. Erstes Problem halt, wenn man wiedergeboren wird. Das war bei Remnant from the Ashes auch so. Dann respawnen die Gegner alle wieder. Also auch wenn man sie am Stein auflädt. Durch die Tür sind wir nicht gekommen, genau. Wir mussten hier lang. Hier die Treppe runter. Alter, der schlägt sogar zu, während ich die Leiter runterkletter. Das ist aber frech, muss ich sagen. So. Hier haben wir ja nichts gefunden. Okay, hier. Bleibt mir nichts anderes übrig, als zuzuschlagen. Wir sind eigentlich ziemlich schnell zu kriegen hier. Ja. Super. Wieder eine Verbesserung für unsere Waffe. Genau, so jetzt wollten wir ja hier lang. Dann nicht durch den Spiegel. War jetzt hier richtig. Ah, da unten ist gerade eine Ratte lang gelaufen, genau.
immer. Genau, das war mein Problem hier. Und zwar, ich bin so schräg rübergelaufen. Da bin ich ins Loch gefallen, weil ich gedacht habe, das ist so eine Art Zeltdach, wo ich abfedere. Das heißt, ich brauche einfach nur runterfallen. Nee, stirbt er auch. Okay, das konnte ich nicht wissen. Das war ein bisschen blöd. Aber Freunde, wir machen jetzt mal Folgendes. An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das Game ist heute erst rausgekommen. Chronos Before the Ashes. Also Vorgänger von Remnant from the Ashes. Lasst mal ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Ob ihr das vergleichen würdet mit Remnant from the Ashes. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.